Ghost Recon Breakpoint hatte zu Beginn vor allem im Vergleich zu Ghost Recon Wildlands keinen besonders guten Ruf. Viele Kritikpunkte, die damals schon geäußert wurden, haben auch heute noch Bestand, wie zum Beispiel, dass die Spielwelt sehr leblos daherkommt und das Spiel generell wenig Atmosphäre versprüht. Operation Motherland war das letzte Content-Update, das Breakpoint erhalten hat, und es wird auch keine neuen Content-Updates mehr geben. Deshalb schauen wir uns jetzt ganz einfach mal an, ob es sich im Jahr 2022 und natürlich darüber hinaus lohnt, Ghost Recon Breakpoint zu kaufen. Ghost Recon Breakpoint hat massig Content. Also wirklich massig. Es gibt 3 komplette Episoden, es gibt 3 Live-Events, die auch immer noch gespielt bzw. wiederholt werden können, zumindest in Teilen. Zusätzlich gibt es das Tomb Raider-Event. Also eigentlich gibt es im Grunde 4 Events damit. Es gibt um die 33 Nebenmissionen, je nachdem welche Spielversion ihr gekauft habt. Es gibt 12 täglich wechselnde Fraktionsmissionen. Es gibt die absolut grandiose Operation Motherland. Und zusätzlich gibt es noch verschiedene Mehrspieler-Modi wie PvP und Koop. Also es gibt den Raid in 3 Schwierigkeitsstufen und es gibt den PvP-Modus Ghost War. Zusätzlich gibt es natürlich auch jede Menge Open-World-Sammelkram wie Fundstücke und Nachforschungen. Insgesamt hat Ghost Recon Breakpoint damit einige Stunden Spielzeit. Hat Breakpoint Schwächen? Ja, die hat es, unbestreitbar. Aber lohnt es sich trotzdem, Ghost Recon Breakpoint zu kaufen und zu spielen? Meiner Meinung nach absolut ja. Du darfst einfach Breakpoint nicht mit Wildlands vergleichen, auch wenn die Spiele streng genommen eigentlich zusammengehören. Aber wenn du Wildlands mal außen vor lässt und Breakpoint als eigenständiges Spiel betrachtest, lohnt es sich meiner Meinung nach absolut. Und vor allem auch allein schon für Operation Motherland würde ich den Vollpreis bezahlen. Von daher von mir absolute Kaufempfehlung. Wenn du dir das Spiel kaufst, empfehle ich dir, die Gold-Version zu kaufen mit dem Jahr 1 Pass. Denn damit hast du allen Content freigeschaltet, also alle 3 Episoden, Events und so weiter. Damit hast du alles, was das Spiel zu bieten hat. Und ich glaube, aktuell gibt es sogar noch einen Sale, aber selbst wenn nicht, es gibt gefühlt jeden Monat einmal einen Sale, wo es das Spiel für, keine Ahnung, 25 € oder so gibt. Also damit machst du meiner Meinung nach echt nichts falsch. Wenn dich dieser ganze Content des Spiels jetzt irgendwie ein bisschen erschlägt und du gern wissen willst, in welcher Reihenfolge du den ganzen Content durchgehen solltest, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, denn nächsten Freitag veröffentliche ich ein Video, das genau diese Thematik angeht. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.